Herzlich willkommen zu wieder einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder mal eine Skitour. Wir haben Ende April. Ich weiß, liebe Leute, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Skifahren. Aber es tut mir leid, was will ich machen? Es ist die beste Jahreszeit für Klassiker. Und heute machen wir so einen Klassiker. Und zwar die linke Nordwand drin auf dem hohen Sandblickhaufe. Ca. 50 Grad Steilheit hat die. Und es tut mir leid, ich muss so lange Skitouren gehen in dieser Saison, solange die Verhältnisse gut sind. Ich habe einfach keinen Bock, dass ich irgendwo in die Voralpen umkrebs, wenn es da noch so gute Verhältnisse gibt. Die Skitouren-Saison wird leider noch ein bisschen dauern bei mir. Viel Spaß mit der linken Nordwanderin auf dem hohen Sandblick. Schauen wir mal, ob es mir aufgeht, weil das ist ein Wunsch, den ich mir schon lange erfüllen will, seit Jahren. Wunderschönen guten Morgen, auf geht's nach Rauris. Ja, gerade angekommen, Parkplatz Lenzanger, drittes Auto hergerichtet, Skischuhe drinnen, los geht's. Kurz vor 5 ist. Jetzt müsst mal ein bisschen was sehen. Bin zugestiegen Richtung Weg hoch an. Und mein Gipfel ist da oben, der hohe Sandblick durch die Nordrinne. Herrlich, herrlicher Tag heute. Aber steil wird es jetzt. Richtig steil. Ja, der Schnee trocknet ganz gut. Es steilt da jetzt nachher noch auf. Und da kann ich gerade gut stehen. Werde ich da jetzt auch auf Steigeisen wechseln. Könnte zwar noch mit Haarscheisen weitergehen, aber ich weiß nicht, wo es dann im Endeffekt ein gutes Platz gibt zum Wechseln, da mache ich das gleich jetzt. Ja, wenn es 2-3 Stunden länger klar gewesen war, war es ideal gewesen. Es hat nicht ganz durchgefahren, aber im Großen und Ganzen passt es noch ganz gut. Oben ist sowieso mit Pulver zum Rechnen, da wird sowieso eine Wühlerei. Ja, ich habe überlegt beim Einstieg, ob ich einen Helm aufsetzen sollte oder nicht. Aber war eine gute Entscheidung von oben. Kommt dauernd der Schnee daher. Und auch ein paar kleine Steine habe ich auch schon gesehen. Ja, jetzt verengt sich da vorne noch in die Ringlei. Und da drinnen schätze ich mal, dass ich einen Pulver haben werde. Aktuell voll in meiner Komfortzone, Gelände zwischen 40 und 45 Grad steil. Hinten war es einmal kurz ein bisschen steiler und jetzt ist es wieder schön zum Stapfen. Unten war es mit dem Durchbrechen so ein Thema. Ab jetzt breche ich eigentlich bei keinem einzigen Schritt mehr durch,
Also Verhältnisse tipptopp, konnte mich nicht beschweren. Ja, mal ein kleiner Rückblick. Echt richtig geiles Skigelände. Das läuft aus, das ist ein Wahnsinn. Die Sache ist halt, du darfst dir da herin keinen Fehler erlauben, weil, wenn das der Fall ist, dann landest du halt echt ganz unten. Und von da unten sind es, glaube ich, 700 oder 800 Höhenmeter bis auf den Gipfel rauf. Also je nachdem, wo da ein Fehler passiert, so viele Höhenmeter stürzt da ab. Gibt es auch Zeitungsartikel dazu. Ja, so weh mir das auch tut, aber da bei der Engste von der Rinn ist für mich Ende im Gelände, es ist 9:30 und ich habe viel länger gebraucht, wie vermutet. Ich habe alles selber spuren müssen, das ist brutal anstrengend. Schaut mal, von da ganz unten komme ich her, ich habe das alles angestapft und jetzt habe ich schon eine halbe Stunde lang ein Haufen Spindrifts und flirgerte Eisbrocken abgekriegt. Also der Helm war wirklich eine super Entscheidung. Und bevor das da irgendwas noch passiert, bin nämlich ganz allein, drehe ich um. Und ich habe da jetzt eine super Möglichkeit gefunden, wo ich von Steigeisen auf Ski wechselt. Die Steigeisen stehen übrigens auch. Also das ist echt, ja, viel zu gefährlich. Einfach, das war dumm, wenn ich da jetzt weitergegangen und jetzt sind wechselte heute halt in dem 45 bis 50 Grad Gelände von Steigeisen auf Ski und nichtsdestotrotz trotzdem eine richtig geile Abfahrt, die unverspurt ist und wo ich sogar einen Pulver habe. Also ich glaube, dass ich es da ziemlich krachen lassen kann und auf das freue ich mich jetzt an. Also das ist das Allerwichtigste, gesund runterkommen. In dem Sinn, viel Spaß mit der Abfahrt, das Umziehen und Vorbereiten. Zeige ich euch nicht, weil ich muss mich jetzt auf mich selber konzentrieren, dass da nichts passiert. Es ist doch ja, sehr absturzgefährdet. Ich glaube, man hört es. Es ist höchste Zeit, dass ich mich schleiche. Wo ist der Anschlag auch noch? Also, da hat man nichts mehr verloren. Da hat man nichts mehr verloren.
Ja, mein Zeitplan war gewesen um 10 Uhr oben sein. Es ist kurz vor 10 Uhr und ich fahre ab. Und da ist noch ein paar Weg rauf. Und da unten, schaut euch das einmal an, der Kopf ins Neue auf dem Hochhahn rauf. Das ist ein Wahnsinn. Da ist schon so viel passiert. Jo, in dem Sinn würde ich sagen, ich starte jetzt zum Blick, es war mir eine Ehre. Ich komme wieder und ich freue mich schon auf die Rinne. Drop in 3, 2, 1. Ja, Alter, es war echt nicht mehr weit gewesen. Da oben, das Zittelhaus. Aber es war einfach zu gefährlich. Es war mir zu gefährlich. Es passt schon. Thank you.
absolut gute Entscheidung. Bin in der Zwischenzeit gut retour gekommen. Da hinten sieht man jetzt einen Sonnenblick mit der Nordrin. Und ich mache da jetzt auch gleich ein Resümee zu der Tour. Sonnenblick, linke Nordwand drin. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Tour ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir gedacht, das ist für mich wahrscheinlich eh gleich so eine Pipifax-Tour, weil ich Touren in dem Schwierigkeitsgrad einfach schon so oft gemacht habe. Aber die 700, 800 Höhenmeter, was du da hast, ob da was aufsteilt, die haben uns halt schon in sich, weil wenn du da irgendwo stürzt, dann landest du halt nachher eben auf dem Vorplateau herunter, je nachdem, wo da das Ganze halt passiert. Und das heißt, da musst du halt einfach aufpassen und bei der Sache sein. Ja, und nachher ist noch dazugekommen, ich habe das alles allein spuren müssen und das war schon ziemlich anstrengend. Ich bin teilweise extrem tief eingesunken. Die Steigeisen haben wir dann später aufstellen angefangen. Spindrifts sind dahergekommen, Eisschlag ist dahergekommen. Ich habe so viel Eis auf dem Schädel angekriegt, also ich war richtig froh, dass ich den Helm aufgehabt habe. Ich habe einen Eisschlag auf die Hände angekriegt, auf die Oberarm und auf die Finger. Also das war echt nicht ohne. Und ja, wie ich dann kurz vor der Rin war, vor der Engstelle, ist es immer mehr geworden und da habe ich aber keine Möglichkeit gehabt, dass ich jetzt einen abfahre. Also bin ich noch ein bisschen weiter aufgestiegen und nachher links rausgequert und habe mich nachher dazu entschieden, dass ich umdrehe und abbrich, obwohl dann eben der Eisschlag einmal kurz besser geworden ist. Aber ihr habt es eh gesehen, wie ich dann umgebaut habe, das war die absolut richtige Entscheidung, das Ganze abzubrechen. Ja, an und für sich, wenn da die Verhältnisse passen, ist sicher eine wunderbare, lässige Tour. Ich werde das sicherlich nachholen. Meinen tiefsten Respekt möchte ich jedem aussprechen, der so eine Tour schon einmal angespurt hat, weil das ist echt nicht ohne, wenn du da durch den Schnee durchwühlen musst. Das ist eine anstrengende Geschichte. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch.